Juhu und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Techlane. Und heute wieder alleine. Ich bin so ein armes Ding, weil die Gamescom ist ja jetzt vorbei und deswegen heißt es, ich bin wieder forever alone. Aber ich habe mir ein paar Tech-Themen angeguckt, die ich besprechen könnte. Und ich kann ja noch ein bisschen zu Gamescom labern, weil die ist ja so gerade vorbei. Da kann man ja einfach mal so 30 Videos über die Gamescom machen, um alle Leute neidisch zu machen, die nicht da waren. Weil das ist irgendwie immer so. Ich war letztes Jahr, war ich ja glaube ich auch nur einen Tag da und man wurde die ganze Zeit zugespammt mit Gamescom-News. Immer so, Gamescom, 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 Gamescom. Und ich denke mir so, ist okay, ich war nur einen Tag da. Hält es mir nicht so gemein vor das Gesicht, aber da es alle machen, mache ich es auch einfach. Lul. Das letzte Tagland-Video ist ja am Samstag gekommen und das war ja auch unser letzter Tag der Gamescom. Deswegen haben wir natürlich darüber noch nichts erzählt. Darüber könnte ich nämlich jetzt mal ein bisschen labern, weil wir waren ja an dem Tag auch noch da und haben uns ein paar Sachen angesehen. Also eigentlich haben wir uns nur Mario Maker angesehen. Aber es war eigentlich trotzdem relativ interessant. Es war jetzt nicht so das krass geilste Spiel ever. Ich muss sagen, ich fand es in Ordnung, aber ich war jetzt nicht so super geflasht, dass ich direkt sagen würde, oh mein Gott, das muss ich kaufen, der ist so beautiful und so. Also es war ganz in Ordnung, aber es war jetzt nicht so Hype des Todes und so. Also, wäre ganz nett. Ich habe halt direkt gespielt, also wir haben uns nachher ein Level ausgesucht, wo wir gesagt haben, yeah, das spielen wir jetzt beide, also Jonas und ich. Und dann haben wir gezockt und dann habe ich verkackt und er hat es geschafft. Gemein, aber jetzt live und ich juck mich die ganze Zeit und dann wird meine Haut immer rot, wenn ich so empfindlich bin. Ich bin so ein Mimosengor. Tja, jetzt live. Auf jeden Fall haben wir uns das eben angeguckt und das war ganz in Ordnung. Aber es gab so viele Sachen, die ich noch gerne gesehen hätte, aber es ließ sich halt alles nicht einrichten, weil man dann im Endeffekt doch nicht genug Zeit dafür hat oder einem die Zeit halt zu wertvoll ist, wenn man sieht, dass da so eine kilometerlange Schlange ist, wo dann irgendwie steht, Wartezeit 3 Stunden oder so. Weil ich jetzt zum Beispiel Just Cause 3, glaube ich, hätte ich gern gesehen. Und ich hätte Uncharted 4, hätte ich voll gerne gesehen. Assassin's Creed hat mich jetzt eigentlich nicht so krass interessiert, aber wenn ich noch Zeit gehabt hätte, hätte ich mir das auf jeden Fall angeguckt. Also ich meine, Schaden kennt's ja nicht. Und ansonsten hätte ich Unravel gerne mal ausprobiert. Das ist, glaube ich, so ein Spiel von, naja, keine Ahnung von wem das ist. Das war auf jeden Fall an dem Xbox-Stand und es sah voll süß aus. Es ist halt so ein kleines Knuddelmännchen so aus Garn und das muss halt irgendwie die ganze Zeit durch die Welt laufen, um neues Garn zu sammeln, damit es halt nicht stirbt, weil wenn es sich bewegt, dann verliert es halt wieder Garn. Und das sah ganz süß aus und das hätte ich eigentlich voll gerne ausprobiert, aber die Schlange war auch mega lang und die haben da alle gecampt und immer am Samstag hatten wir ja nicht so viel Zeit, weil ich war um 20 vor 12 da und Jan ist irgendwie schon viel früher da gewesen, weil der muss ja 3 Stunden, musste der zu Gamescom fahren und dann haben die Eltern von dem irgendwie so rumgestritten, so, oh mein Gott, fahr doch einfach viel früher und so und da waren die halt vor uns da, also so richtig viel früher, ich glaube 2 Stunden sogar und da kamen wir halt nachher auch eingetrudelt, so, hi, bla 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 und Jonas wollte gucken, was denn so bei Guild Wars los ist, weil Jonas ist ja mega der Guild Wars 2 Fan und da war halt Heart of Thorns, so eine Erweiterung oder so ein Gedöns, ich komme da ja nicht so mit, mich interessiert das aber auch nicht so krass. Und da war einfach mal so 5 Stunden Wartezeit locker. Deswegen ist er halt nicht reingegangen und ist halt zu uns, zu Mario Maker gegangen, wo wir halt währenddessen gewartet haben. Ja, und dann haben wir da ein bisschen Selfies gemacht. Also erstmal haben wir so versucht, ein Bild zu machen, weil wir wollten immer so ein Squad-Goals-Bild machen. Das ist mega lustig, weil wir sind ja, also in unserer Konfi sind wir ja halt eigentlich zu 5, also eigentlich zu 5, weil Theresa auch noch da drin ist, aber die macht eigentlich fast nie was. Also die ist eigentlich gar nicht so wirklich da. Aber whatever. Ja, auf jeden Fall ist es ja Noki, Jan und Jonas und wir haben ja eine WhatsApp-Konfi und eine normale Skype-Konfi und so. Und deswegen wollen wir immer so als Squad, also wir nennen uns quasi so ein Squad, Mann. Manchmal, weil es einfach lustig ist und so. Lol. Und deswegen wollten wir mal so ein cooles Bild machen, weil am Samstag war ja halt Jan auch da. Nonoki kann ja irgendwie trotzdem nicht, weil der super busy ist. Und so. Nee, eigentlich nicht so sehr. Aber der wohnt halt in der Schweiz und der hat halt momentan auch keinen Urlaub und so. Deswegen ging das halt irgendwie relativ schlecht, dass er jetzt einfach so sagt, hey, ich bin jetzt einfach hier und so. Deswegen ging das halt nicht so leicht. So, ich könnte das andere Zeug jetzt theoretisch mitnehmen, was noch hier rumhängt, aber ich mache es nicht, weil ich zu cool dafür bin. Lululul. ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, auf jeden Fall hat Nuki keinen Urlaub und kann halt nicht einfach so weggehen, so, bye.
Ich bin jetzt einfach mal auf der Gamescom, weil ich Bock drauf habe. Weil ich habe ihn ja eigentlich auch als meine Presse... Oh, jetzt habe ich natürlich auch keine Fackeln. Ich habe ihn halt als meine Presseperson erst eingetragen, weil wir eigentlich mal ausgemacht hatten, dass Noki jetzt in den Sommerferien dann zu mir kommt. Also auch, weil er eine Woche übernachtet und dass wir dann irgendwas unternehmen und halt zu Gamescom gehen, bla bla bla. Deswegen hatte ich auch gefragt wegen dem Presseausweis für ihn. Aber dann meinte er so, nee, meine Eltern wollen, dass ich mit nach Serbien gehe, bla 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 bla. Und dann hat sich das halt gegessen. Und deswegen habe ich halt Jonas gefragt, ob der dann für mich Pressekameramann-Typ sein will. Ja, und dann hat es damit halt auch geklappt. Ja, ja. Weil ansonsten wäre Noki halt auch da gewesen und dann hätten wir ein richtiges Squad-Gold-Bild machen können. So hat so hat Jonas sein iPad mitgenommen und hat so ein Bild einfach von Nokis Fräse da groß gemacht und dann haben wir trotzdem unser Squad-Gold-Bild gemacht. Das war auf jeden Fall lustig. Ja, und wir haben halt generell noch ein paar Selfies gemacht und dann haben wir halt nachher dieses Fan-Treffen gemacht. Deswegen wussten wir vorher nicht so wirklich, was wir noch machen sollen, weil so krass viel Zeit hatten wir jetzt halt nicht mehr und wollten jetzt deswegen nicht an so einer mega Wartezeitstandspiel stehen, sodass wir nachher unser eigenes Fan-Treffen verpassen. Das wäre irgendwie ein bisschen fail gewesen, deswegen haben wir es halt nicht so gemacht, sondern haben das ein bisschen besser geplant und sind dann halt einfach nur ein bisschen rumgeschlendert, um dann nachher zu dieser besagten Ecke zu gehen. Und ich fand es halt nur lustig, dass schon Leute da waren, aber dass sie alle getrennt gekommen sind. Weil es war nicht irgendwie so, dass wir so da waren und dann kamen auf einmal so vier Leute und wir haben dann mit denen gelabert, sondern es kamen immer so zwei Leute, die zusammenkamen, dann sind die gegangen, da kamen wieder zwei neue Leute, dann sind die wieder gegangen, da kam wieder eine Person. Und ich fand das irgendwie lustig, weil ich jetzt einfach Fan-Treffen genannt habe und dann eigentlich nicht mal so Fans untereinander da waren. What? Warum ist das so hell? Oh mein Gott. Weil nicht mal so Fans untereinander da waren, sondern eher so ein YouTuber und ein Fan-Treffen, also fand ich ganz lustig. Ich finde es immer gut, wenn Leute sagen, wer sie sind, damit ich hier auch ein bisschen zuordnen kann, weil sonst stehe ich da und frage mich so, wer ist das? Weil Zanian war auch da, also der auch bei uns hier im Tackle-Projekt ist und ich habe ihn absolut nicht erkannt, was irgendwie ein bisschen peinlich war. Also er macht ja auch öfter schon mal Videos mit Facecam und so und ich habe auch eigentlich schon mal auf seinen Kanal reingeguckt und ich habe es trotzdem absolut nicht erkannt, dass er das war. Keine Ahnung warum, ich war einfach ein bisschen dumm im Kopf, aber ich habe es nicht erkannt, ohne Scheiß. Ich habe ihn gesehen und ich habe die ganze Zeit so Fragen gestellt, also die hätte ich ihm auch stellen können, wenn ich gewusst hätte, dass er es ist, aber das waren die, also ich habe für mich eigentlich Fragen gestellt, immer so von wegen, als ob ich ihn nicht kennen würde. Weil er war halt mit meinem Kumpel da und ich habe es absolut nicht gecheckt. Ich war nur so, ja, willst du noch ein Foto machen? Ah, ja, bla bla bla, was habt ihr denn schon alles für Spiele gesehen und so? Und irgendwie so voll die random Fragen, die einfach jede x-beliebige Person gestellt werden könnten. Und ich habe es echt nicht gecheckt, dass er es ist. Das war irgendwie ein bisschen peinlich, aber whatever. Ja, also wir haben am Samstag deswegen jetzt nicht so krass viel gemacht. Jan ist ja auch mega früh gegangen, das fand ich auch ein bisschen blöd, weil seine Schwester war halt dabei und ja gut, da kann man jetzt natürlich auch nicht sagen so, du musst jetzt so 30 Stunden hier bleiben, aber die waren schon sehr kurz da, ich weiß nicht, ich glaube, die sind irgendwie um 4:30 vielleicht gegangen oder so und hat sich jetzt nicht so krass gelohnt, aber seht's live, ist halt ein bisschen blöd, wenn man noch von seiner Schwester oder sonst irgendwem abhängig ist und deswegen nicht einfach gehen und kommen kann, wann man will. Ich denke, wenn meine Eltern zu Hause gewesen wären in der Zeit, wo ich auf der Gamescom war, hätten die wahrscheinlich auch gesagt, ja, komm mal bitte nicht zu spät und so, war mir das jetzt eigentlich relativ egal. Ich war ja meistens um, keine Ahnung, 9:30 oder so, war ich erst zu Hause. Ja, ich wäre eigentlich auch gerne mit Jonas noch abends Party machen gegangen, aber da hätte ich halt wirklich ein Verständnis meiner Eltern gebraucht und da die noch in Kroatien waren, ging das natürlich nicht so geil. What? Hilfe? Ist das jetzt noch ein Spawner-Shit oder was? Geh weg, Mami. Oh, ich habe ja jetzt Kohle, das ist gut, weil dann kann ich mir langsam auch mal Fackeln machen. Whee. So, Dingens. Ja, weil da hätte ich wirklich eine Erlaubnis gebraucht, weil ich darf ja sonst nicht länger als 12 bleiben und das ist immer total lächerlich. Weil wenn man nicht länger als 12 bleibt, dann kann man auch gleich weg von der Party bleiben, weil es einfach total uninteressant ist. Da passiert einfach gar nichts, wenn man nicht länger als 12 bleibt. Weil dann geht die Party erst richtig los und genau da muss ich gehen. Das ist voll der Scheiß. Deswegen braucht man halt immer diesen Mutti-Zettel und so, aber das ließ sich halt schwer machen jetzt. Grundsätzlich hat meine Mutter eigentlich nichts dagegen, also ich würde mir auf jeden Fall Mutti-Zettel schreiben, das ist jetzt nicht das Problem. Bei mir ist nur die meiste Zeit das Problem, dass ich kaum Leute kenne, die 18 sind oder älter als 18 und deswegen ging das vorher halt meistens nicht und das wäre jetzt die perfekte Gelegenheit gewesen, vor allem in Köln Party machen, ist ja bestimmt noch ein bisschen cooler als bei mir im Kaff da irgendwie Party zu machen. Ja, deswegen wäre das eigentlich gar nicht so schlecht und ich habe keine Spitzhacke mehr.
So, perfekt. Jetzt darf ich nämlich nochmal zu diesem komischen Spinnenkeller rennen, wo ich eben war. Perfekt. Ich werde wahrscheinlich niemals mehr dahin finden, aber okay, weil da ist eine Crafting Bench. Wobei, war das nicht hier irgendwo in der Nähe? Vielleicht? Ja, warte doch, hier ist Holz gesetzt. Natürlich ist es hier. Aha, guck mal. Alle Wege führen nach Rom. What? Oh mein Gott. Scary. What is he even doing? aber ich lese jetzt mal das vor, weil das war ein Kommentar auf meinen Part mit dem Hotpants-Verbot. Ich fand übrigens sehr cool, dass so viele darauf eingegangen sind, also dass so viele Kommentare und Meinungen dazu geschrieben wurden, weil das war halt wirklich ein Thema, was mich irgendwie, keine Ahnung, so richtig angegriffen hat, wo ich wirklich mega emotional drüber geworden bin und wo ich so voll die ganze Zeit argumentiert habe in dem Video. Und das war auch ein Video, wo ich nachher schon irgendwie stolz drauf war, weil ich so mega die ganze Zeit so voll emotional war und alle Argumente rausgeworfen hatte, die ich hatte. Und das fand ich irgendwie schon ganz cool. Und nachher fand ich es auch richtig geil, dass da so viele Leute drauf eingegangen sind und meinten, ja, ist echt voll beschissen, bla bla bla, voll gut, dass du es mir erzählt hast und so. Und das finde ich auf jeden Fall sehr schön, dass man da mit euch interagieren kann und dass ihr dann auch eure Meinung dazu schreibt. Das wäre sehr schön. Auf jeden Fall haben wir halt ein bisschen hin und her geschrieben, auch über das Schulsystem und so. Und dann hat er geschrieben, also Matze, also interessieren wird mich so deine Zukunft, sag ich mal, in Richtung Schule eben, beziehungsweise was du noch machen willst und eben wie genau und so. Haha. Ich weiß nur, dass du Biologie interessant findest und möglicherweise studieren willst. Ja, deswegen werde ich jetzt die nächsten 10 Minuten noch ein bisschen darüber reden. Ich denke, das wird natürlich jetzt nicht alles so unbedingt erfassen, wenn ich das nur in 10 Minuten mache, aber ja, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ich mache ja momentan mein Abitur, ich bin auf dem Gymnasium, ganz normal, relativ in NRW halt, und ja, ich bin jetzt momentan eigentlich in meinem Abschlussjahr, also ich muss jetzt noch ein Jahr Schule machen, beziehungsweise eigentlich ist das ja ein verkürztes Jahr, weil ich nach den Osterferien eigentlich schon durch bin und danach nur noch meine Prüfung schreibe und dann habe ich ja keine Schule mehr und so. Also bei uns in NRW ist es halt so, dass ich jetzt ein halbes Jahr erstmal alles quasi wie normal ist und danach habe ich halt eben nur noch die Fächer schriftlich, die ich auch im Abitur habe, und 2 Wochen vorm Abi ist es dann auch noch so, dass ich dann wirklich nur noch in den Fächern unterrichtet werde, die ich auch im Abitur habe, was ich eigentlich ganz cool finde, weil es dann wirklich nur auf das Wichtige erstmal beschränkt wird und die anderen Noten dann quasi schon gegeben sind und man sich nicht mehr auch über diese Kacke noch Gedanken machen muss und so. Ja, aber ich habe den Großteil meines Abis ja eigentlich fast quasi schon geschafft, könnte man sagen, weil es zählt ja alles von der Q1, Q2 und den Abiturprüfungen mit in das Abitur rein, also in die Note letztendlich. Also alle Noten, die ich bis jetzt schon geschrieben habe von der Q1 an, die spielen quasi schon in mein Abi rein. Ja. Und bei mir ist es eigentlich schon relativ wichtig, was ich für einen Notendurchschnitt habe, wobei ich auch eigentlich nicht so Probleme damit habe, einen guten Notendurchschnitt zu erreichen, weil eigentlich schon, keine Ahnung, ich weiß nicht, seit dem 7. Schuljahr oder so habe ich eigentlich immer einen 1er-Durchschnitt gehabt. Ich glaube, ich hatte eigentlich vorher auch schon einen 1er-Durchschnitt, nur halt keinen guten 1er-Durchschnitt, so 1,8 oder so. Also keinen guten ist natürlich relativ für meine Verhältnisse keinen guten, weil ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, immer 1,4 bis 1,0 hatte oder so, also ja, der ist dann natürlich trotzdem noch gut, aber ist halt eben was anderes. Auf jeden Fall, ja, klappt bei mir schulmäßig eigentlich ganz gut, nur, hi, hoch, nein, hi, so vor der Flirty Smiley, hi, also diesbezüglich läuft es eigentlich ganz gut und, ich bin eigentlich schon naturwissenschaftlich interessiert, das habe ich aber erst relativ spät bemerkt, muss ich sagen. Also ich glaube, das war erst so in der EF, also bei uns ist es dann 10. Klasse im Gymnasium. Da habe ich eigentlich erst gemerkt, dass ich mich so für Biologie und so Zeug interessiere, weil damals das Thema so cool war, also mit so Genetik und so finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, seitdem finde ich das eigentlich gut und wir haben ja jetzt auch das letzte Jahr für die Q1 die ELKAS dazu gewählt und so, und da legt man sich ja schon ziemlich auf was fest, was man ja, also bei uns ist es so, dass man das dann 5-stündig in der Woche hat und alle anderen Unterrichtsstunden werden halt 3-stündig unterrichtet, also auch so eine Scheiße wie Religion oder so habe ich dann 3-stündig in der Woche, nur die ELKAS, die sind halt 5-stündig, ja. Das ist halt das Besondere und ich habe ja auch Bio-LK gewählt und Englisch-LK. Ich muss sagen, mit Englisch-LK bin ich persönlich nicht so zufrieden. Ich habe mir das irgendwie cooler vorgestellt, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen mit an der Lehrerin, weil die immer so hardcore ist und voll viel von einem verlangt, was bei den anderen LKs irgendwie nicht so ist, weil wir haben auch einen LK in unserer Stufe, der richtig schlecht ist und da machen die dann immer sowas auf total niedrigem Niveau, wo es einfach viel leichter wäre, gute Noten zu kriegen, und bei uns ist schon irgendwie der Hardcore-Kurs und das nervt mich zum Teil auch.
weil wir auch fast kein Mitspracherecht irgendwie bei uns haben und ja, halt nicht so toll. Und wir machen irgendwie so jedes Thema bis zum Erbrechen, das pisst mich auch ziemlich an. Wir haben nämlich auch zum Beispiel über Gentechnik und sowas gesprochen und alles mögliche. Mich interessiert das Thema an sich ja schon ziemlich, aber wir analysieren dann nur Texte so 4 Wochen lang und da denke ich mir so, boah, shut the fuck up. Da habe ich halt echt gar keinen Bock mehr da drauf und da macht es wirklich keinen Spaß mehr. Weil ich habe Englisch anfangs als LK gewählt, weil ich die Sprache einfach voll schön. Ich habe auch überlegt, ob ich Deutsch wählen sollte, aber ich finde Deutsch von der Sprache ehrlich gesagt nicht so schön und die Literatur interessiert mich jetzt auch nicht so krass. Aber bei Englisch war ich einfach voll begeistert von der Sprache und dachte so, oh, das ist bestimmt voll toll, um so ein Sprachgefühl zu entwickeln, mehr damit zu machen und so. Aber das war jetzt irgendwie nicht so und ich muss sagen, immer wenn ich Englischunterricht habe, seufzt sich total rum, weil ich einfach keinen Bock drauf habe, nur zu analysieren. Unglaublich nervig. Ich fände es voll schön, wenn wir mal so Diskussionen oder so machen würden, aber das machen wir vielleicht einmal im Jahr und da denke ich mir so, wow, toll, dafür hast du jetzt eigentlich LK gewählt, um mega viel von der Sprache zu lernen, nämlich nur analysieren. ich habe ja auch ein bisschen in meinen Kroatien-Vlogs erzählt, dass ich das voll cool fand, in Kroatien auch mal Englisch eher mit den Leuten zu sprechen, als jetzt immer nur Deutsch und so. Und ich finde, das ist auch was voll Schönes, was man machen kann. Aber bei uns, also im Englisch-LK macht man dann halt irgendwie nicht so geile Sachen, aber keine Ahnung, finde ich dann immer so ein bisschen enttäuschend, aber whatever. Ja, was ich sagen wollte, mit dem Bio-LK bin ich dafür umso mehr zufrieden, also ich freue mich immer darauf, auch wenn ich die Lehrerin jetzt nicht so toll finde, aber das Fach an sich macht das einfach so sehr wett, dass mir das total egal ist. Und ich mag meinen Kurs an sich auch nicht so, aber das ist mir so Wurst, weil es einfach so viel Spaß macht. Ich liebe es einfach. Ich dachte am Anfang, es wäre mega viel zu lernen, aber es geht eigentlich, weil es wirklich eine Sache ist, die ich gerne mache. Weil ich freue mich dann immer, also, das ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, ich freue mich, das zu lernen, das wohl eben nicht so, aber keine Ahnung, es macht einfach Spaß. Man kann sich die Sachen viel leichter merken und deswegen muss ich jetzt vor Klausuren auch nicht so krass viel lernen und habe trotzdem eigentlich immer ganz gute Noten, deswegen, ja, ist es eigentlich ganz nett, weil ich möchte eigentlich mal später Medizin studieren oder zumindest was in die naturwissenschaftliche Richtung machen, also sowas in Richtung Forschen oder eben Medizin, sowas in der Richtung. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher, also ich kann jetzt nicht sagen, ja, das will ich auf jeden Fall machen, weil ich habe ja auch gewissermaßen Hobbys. Ich meine, ihr seht das ja in meinen Videos hier, weil das ist ja ein Hobby von mir. Und das ist auch irgendwie so eine Leidenschaft von mir und ich finde traurig, wenn ich daran denke, dass ich irgendwann eben arbeite und eigentlich nur noch damit beschäftigt bin, weil ich denke, wenn du so Medizin studierst oder so, wirst du nicht viel Zeit für andere Dinge haben. Und wenn ich darüber nachdenke, dass ich dann nur noch das machen werden kann, das finde ich irgendwie richtig traurig, weil ich dann so denke, oh mein Gott, ja, was ist dann mit dem Rest so irgendwie? Weil ich bin eigentlich auch ein ziemlich kreativer Mensch und ich möchte mich schon ganz gerne kreativ betätigen und so. Und ich fühle mich einfach wohl, wenn ich auch irgendwas Kreatives machen kann, weil sowas hier Videos produzieren, das Let's Plays ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das perfekte Beispiel, weil bei Let's Plays sitzt du halt wirklich einfach nur da und zockst. Und zocken ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, das ist meine Leidenschaft oder so. Aber wenn ich zum Beispiel so Videos auf meinem Zweitkanal mache, die ja auch viel aufwendiger sind als jetzt so publige Let's Plays, sowas wie diese Reisevideos, die habe ich ja jetzt nicht einfach nur so hingeklatscht und habe mal eben so Schwenks gemacht, so richtig hässlich. Ich habe mir ja immer Mühe gegeben und habe versucht, die Szene irgendwie besonders zu machen. Auch wenn ich jetzt keine fette Spiegelreflexkamera dabei hatte, sondern nur so eine kleine Kompaktkamera. Sowas macht mir einfach mega Spaß, so kreativ irgendwas auszuleben und so eine Botschaft rüberzubringen. Das macht mir einfach mega viel Spaß. Oder auch sowas irgendwie wie Instrumente spielen. Ich spiele auch Klavier und ich wollte jetzt demnächst auch Gitarre anfangen nochmal. Also auch richtig mit einem Lehrer diesmal, weil ich habe das ja auch mal vor einer Weile probiert, selber mir beizubringen. Und das ist ja mega in die Hose gegangen. Und irgendwie finde ich es traurig, wenn ich daran denke, dass ich irgendwann alt bin und dann nicht mehr das machen kann, was mir wirklich richtig Spaß macht. Also deswegen finde ich das total schwer, irgendeinen Beruf auszuwählen, weil es ist einfach so, dass man die meiste Zeit arbeitet und da muss man schon irgendwas machen, was einem wirklich Freude bereitet. Und dann ist es ein komisches Gefühl, wenn ich mir so überlege, dass ich irgendwann dann, keine Ahnung, eine eigene Praxis habe oder so und die Füße von Leuten untersuche und das soll dann meine Leidenschaft sein oder so. Deswegen überlege ich immer so, ja, ist es das wirklich? Weil wenn ich so darüber nachdenke, irgendwas Kreatives zu machen, sowas, keine Ahnung,
ich würde jetzt nicht sagen Cutter oder so ist kreativ, aber schon irgendwas im Videobereich zum Beispiel jetzt, ja, also nur als Beispiel, dann denke ich mir schon immer so, ja, irgendwie hat das ja nicht so wirklich eine Zukunft, weil man in dem Bereich eigentlich nie wirklich einen sicheren Job kriegt und das finde ich dann irgendwie auch ein bisschen scheiße, weil wenn ich da jetzt irgendwas studieren würde und denke so, oh, ist voll cool, aber ich werde niemals in diesem Bereich arbeiten können, weil es einfach fast keine Jobs da gibt oder so, dann nützt mir das ja irgendwie genauso wenig. Deswegen, ja, ist es momentan das Struggle of my life. Das ist eigentlich ein recht aktuelles Thema für mich momentan, weil ich auch oft mit meinen Eltern in letzter Zeit darüber rede und es ist einfach sehr schwer für mich zu entscheiden. Deswegen, ja, überlege ich momentan auch vielleicht ein Auslandsjahr oder sowas in der Richtung zu machen. Eigentlich bin ich jetzt nicht so ein krasser Fan davon, einfach mal eben so wegzufahren, weil das kommt zwar ganz gut im Lebenslauf an, wenn man sagt, ja, hey, ich war ein Jahr in Portugal oder so, aber ja, ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt so ausschlaggebend. Aber wenn man darüber nachdenkt, dass man sich eben nicht so hundertprozentig sicher ist, finde ich das schon eigentlich nicht so schlecht. Deswegen würde ich eigentlich schon mal probieren, ein Auslandspraktikum zu machen. Nur das Problem ist halt, dass es schon ziemlich teuer ist und ja, beim Praktikum wird man nicht bezahlt, deswegen ist das schon ein kleines Problem und deswegen frage ich mich auch, ob man das überhaupt so machen kann und so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir arm wären oder so, aber ich finde es halt auch ein bisschen blöd, dass ich das alles auf das Geld meiner Eltern machen muss und nicht, dass ich sagen kann, hier, bezahle ich selber locker, wenn das irgendwie, keine Ahnung, schon 10.000 Euro kosten würde oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie teuer das ist, aber es würde schon ziemlich teuer sein, denke ich. Und ja, geht's de Problem. Ja, auf jeden Fall nächstes Jahr Abi und so. Davor habe ich eigentlich überhaupt keine Angst. Das ist mir so scheißegal, weil sich die ganzen Jahre vorher auch nicht wirklich was geändert hat. Und ich denke, wenn ich mich gut aufs Abi vorbereite, das ist locker. Ich habe persönlich eher Angst davor, was danach kommt, weil ich mir eben wirklich nicht so sicher bin, dass ich sagen würde, oh mein Gott, ich weiß genau, was ich machen will. Also ich weiß es zwar ungefähr und ich weiß, was meine Interessen sind, was meine Stärken sind, aber das hilft mir irgendwie trotzdem nicht so wirklich, weil ich letztendlich immer noch die finale Entscheidung quasi treffen muss und das noch nicht wirklich gemacht habe. Ja. Also that's my story und so. Aber ich will schon studieren. Also es steht auf jeden Fall fest, dass ich studieren will. Also selbst wenn ich noch nicht genau weiß, was ich studieren will, ich will auf jeden Fall studieren. Also das ist vollkommen klar. Weil ich bin nicht so ein Mensch für Ausbildung, weil ich bin eigentlich eher so ein Typ, der schon ganz gerne Theorie macht, weil ich schon das theoretische Wissen mir auch aneignen will und so. Und das auch als wichtig empfinde und so. Aber naja, also ich glaube, ich bin nicht so der Mensch für eine Ausbildung. Also ich denke, ich wäre zufriedener mit dem Studium und so. Würde ansonsten ist eines meiner Zukunftsziele quasi, dass ich auch ganz gerne in einer Großstadt leben will. Also ich habe jetzt nicht so festgelegt unbedingt, doch eigentlich schon. Also ich würde mega gerne in Köln wohnen. Ich finde Köln super schön. Also das hat jetzt nicht irgendwie so einen bestimmten Grund. Ich weiß nicht, ich fühle mich da einfach wohl. Ich finde die Stadt toll und ich mag sie sehr gerne. Deswegen ist es eigentlich schon so, dass ich gerne in Köln studieren würde. Aber es stellt sich natürlich die Frage, ob man da das Fach dann, was ich gerne studieren würde, ob man das dann auch wirklich gut da studieren kann und so. Weil davon habe ich ja auch nichts, wenn es nachher in Köln keine Uni... schon wieder ein Spawner, what is happening? Wenn es in Köln nachher keine gute Uni gibt, um das Fach zu studieren, was ich gerne machen würde. Weil ich habe ja auch nichts davon, wenn da irgendwie so voll die scheiß Professoren sind oder so und alles kacke gemacht ist. Weil, das ist natürlich dann auch doof. Deswegen will ich mich eigentlich nicht zu fest daran klammern, aber ich würde mich schon sehr darüber freuen, wenn es möglich wäre, in Köln zu studieren. Und so, ich habe jetzt aber sehr viel darüber gelabert. Tut mir sehr leid und mein Inventar ist schon wieder voll. So, Gret. Ja, also ich weiß nicht, ob das interessant war, wenn nicht, tut's mir sehr leid. Ansonsten könnt ihr ja einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und so, und falls ihr noch irgendwelche anderen Fragen oder Themen habt, dann schreibt das doch einfach unter Hashtag Tech-Themen. Also danke, dass ihr diesen Part dabei wart und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye!